Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Deponia, bevor ich hier alle ich hätte doch quatschen sollen. Was sind das für Dinger? Ich verstehe das auch nicht. Das war doch in der letzten Schleife. Die dürften gar nicht hier sein. Doch, der Computer hat ja noch... Wir werden in alle Ewigkeiten von Fuelogs getötet werden. Nicht, wenn ich es habe, werde verhindern können gewesen haben sein. Brave Fuelogs. Sind das nicht die Viecher, die auch nicht hungrige Fuelogs im Intro angegriffen haben? So, wir haben nichts dabei. Wir können nur mit den Fuelogs. Brave Fuelogs. Gut, überhaupt. Brave gut, überhaupt. Wir können sonst nichts. Hä? Was soll das? Willst du uns umbringen? Nein, das wollte ich den Fuelogs überlassen. Komm schon, mach die Tür zu. Ich hab Höhenangst. Ist sie größer als deine Angst, von den Fuelogs zerfleischt zu werden? Immerhin groß genug, dass ich immer einen Fallschirm im Rucksack habe. Dann warum sagst du das nicht gleich? Ein Fallschirm? Sagte ich Fallschirm? Ich meinte Schallzwirn oder Wall. Denk nicht einmal dran. Oh doch, ich denke dran. Ich denke und sehr jetzt genau dran. Festhalten! Nein! Stopp! Müssen wir so schnell fallen? Ich fürchte ja! Immerhin ist der Fallschirm nur für eine Person ausgelegt. Ja, das ist nicht so schön. Rufus, alles klar bei dir? Nichts ist klar. Du und ich, wir haben mal die Welt gerettet. Nun, diese blöde, knotendorfe Zeitmaschine. Ich dachte, wir könnten damit alles noch besser hinbekommen. Ohne, dass ich am Ende in den Tod stürze und so. Aber jetzt ist alles noch viel schlimmer. Und das Beste, auf das ich hoffen kann, ist, die alte Version wiederherzustellen. Elysium wird fallen, du wirst mich hassen. Oder Fuelogs werden über den Planeten herrschen. Klingt so, als hätten wir viel durchgemacht. Oh ja, das kann man wohl sagen. Dann habe ich gute Nachrichten. In diesem Zeitstrang hasse ich dich noch nicht. Im Gegenteil. Ich finde das alles sehr aufregend. Zeitreisen, Fuelogs, Fallschirme. Dabei hat der Tag gerade erst angefangen. Wenn ich bedenke, was morgen noch alles passieren könnte. Dafür müsste es erst einmal ein Morgen geben. Klingt für mich nach Abenteuer. Dann wasch dir mal die Ohren. Wir wissen ja nicht mal, wo wir hier gelandet sind. Wie sollen wir es denn bis heute Abend nach Kuvak schaffen? Dann ist es halt knapp, na und? Ist das wirklich ein Grund, dich in einem Erdloch zu verkriechen? Nimm dir mal ein Beispiel an diesem McChronicle. Der würde bestimmt niemals aufgeben. Wo ist der überhaupt? Wie bitte? Das ist schon wohl die Höhe. Der ist doch nur am Aufgeben. Wenn ich eines niemals tue, dann ist das... Aufgeben. Wen juckt es schon, dass Elysium jetzt Fuelog verseucht ist? Oder dass wir alles verändert haben, was Deponia vor der Sprengung bewahrt hätte? Hauptsache ist, ich lebe noch. Alles andere ist unwichtig. Ja. Ach du Scheiße, wo ich wollte nach Elysium? Check. Ich wollte die Welt retten. Check. Na gut, sie war schon mal geretteter als im Moment. Niemand kann mich zwingen, den ganzen Käse noch einmal durchzustehen. Alles, was ich tun muss, ist diesen dämlichen Zeitloop zu durchbrechen. Nach vorne blicken. So lautet die Stickerei auf meinem Familienkissenbezug. Das ist die richtige Einstellung, glaube ich. Wo sind wir? Also, wo geht es nach Kuvak? Da. Erstmal möchte ich... Sie kann sich gar nicht satt sehen. Kein Wunder bei dem unappetitlichen Panorama. Ja, gut, Inventar alles ist wie kaputt. Immer. Soweit das Auge reicht. Tja, willkommen in meiner Welt. Guck mal, da ist ein Vergnügungspark. Da ist ein Prophet. Schrottritter, Magazin. Huhu, ihr da! Wisst ihr, wo es nach Kuvak geht? Was für ein Ding? Kuvak! Ein Dorf südlich von Busa-Westwok. Klingt nicht gerade nach dem Nabel der Welt. Ist es aber. Unnütz und voll ekliger Fussel. Wie auch immer, ihr seid hier falsch. Bis Busa-Westwok sind es bestimmt 4 Tagesmärsche. Ach du Scheiße. Selbst mit einer Schrottkarre bräuchte man einen vollen Tag. Ich hab keinen vollen Tag. Dann vergiss es. Hier gibt es gar nichts.
Ein paar Stunden flussaufwärts kommt man nach Porta Rustica. Wenn dich jemand mitnimmt, schaffst du es vielleicht. Bevor Mac Chronicle in Richtung Kuwak aufbricht. Aber natürlich. Hast du das gehört, Goal? Es gibt noch Hoffnung. Jetzt müssen wir nur noch Mac Chronicle finden. Und jemanden, der euch ein Boot leiht. Vielleicht findet ihr ja eines auf dem Jahrmarkt dahin. Auf dem was? Du gehst jetzt nicht dahin. Ich glaube, ich habe Mac Chronicle gerade gefunden. Aha, da ist aber noch ein Prophet. Oh Gott. Ich kann ja nicht von unten mit dem reden, das ist ja... Ah, da bist du ja wieder. Was? Es funktioniert nicht. Kennen wir uns? Ich dachte schon. Das wüsste ich aber. Ich kann mich sogar an Dinge erinnern, die noch gar nicht passiert sind. Dann funktioniert es vielleicht doch. Was funktioniert? Das Prophetentum. Ich sehe Dinge voraus. Na, willkommen im Club. Und ich spreche mit unserem Schöpfer. Verlassen Sie umgehend das Clubgelände. Keine Sorge. Im Augenblick tue ich weder das eine noch das andere. Meißelblockade. Ich hänge beim 4/3 Gebot. 4/3? Ja, das dritte ist etwas länger geworden. Na und, wen juckt's? Nun, der Platz auf dem Stein ist begrenzt. Dazu kommen die hohen Lokalisierungskosten. Und trotzdem redest du und redest du. Man könnte fast von Labern sprechen. Ursprünglich sollten es nur 3 Gebote werden. Aber ich habe das Gefühl, mir fehlt noch ein guter Abschluss. Glück im Unglück. Du bist genau an den richtigen geraten. Wie wär's mit, du sollst nicht langweilen deinen Nächsten? Ich weiß nicht. Manche Leute können das gar nicht beeinflussen. Sigi aus meiner Knettherapie zum Beispiel redet ganz häufig über Arbeitskollegen, die... hörst du mir überhaupt zu? Ich würde das Schwarze nehmen. Und das Blaue? Ja. Ich nehme sowieso wieder mal alles durch, ne? Das ist, Wie wär's mit, du sollst nicht jenen, die beeinflussbaren, schlichten Gemütes sind, dein Weltbild aufquatschen? Auf keinen Fall. Genau das ist doch mein Plan. Ach ja. Vielleicht... Ja, haben wir mal so von... Ja. Wie wär's mit, du sollst großzügig Hammer und Meißel an Fremde verborgen? Ha! Guter Versuch. Ja, man kann's ja mal... Wie wär's mit, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln? Oh, das gefällt mir. Es ist, prägnant. Und es hat dieses selbstironische Augenzwinkern, das man sonst nur im Titel von Hip-Hop-Alben findet. Oh, macht er echt. Warum ist der eigentlich da drunter nackig? Und? Was sagst du? Perfekt. Das muss das Publikum erfahren. Er sieht aus wie jemand, der unter einer Brücke pennt. Aber woher hat er dann die Gardinen? Meine Damen und Herren, ich bitte um tosenden Applaus, Mumu, Wuwu und Kikeriki für Obdach Moses! Niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Ja, das ist gut. Der perfekte Abschluss der Reihe. Ich finde, er sollte noch so eines machen. Wirft es euch nicht so viele Fragen auf? Was ist beispielsweise aus diesen Nächsten geworden? Die tauchen im 2. Gebot auf und werden nie wieder erwähnt. Wie ich's mir gedacht hab. Vielleicht hättest du es nicht meißeln sollen. Jetzt brauchst du noch ein Gebot, um dich mit deiner Community wieder zu versöhnen. Ich wollte doch nur geliebt werden. Ja. Ja. Kann ich noch ein bisschen mit dir... Brauchst du für das letzte Gebot noch ein paar Vorschläge? Nein. Diesmal brauche ich eine echte Vision. Ich will die Gebotstafel ein für alle Mal abschließen. Und als dein Produzent sage ich dir, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Ja, das hatten wir schon. Was war denn das? Das war das Grab, wo wir rauskamen. Ich
Hier liegt Rufus. Weltenretter, Spionage-Cowboy, Hinternmodel. Das ist ja unglaublich. Ich habe doch extra prüfen lassen, ob ich einen Namensvetter im Hinternmodel-Business habe. Sonst hätte ich doch niemals die ganzen Flyer gedruckt. Na toll. Ja, das Magazin. Was liest du da? Das ist die Hats, ein Modemagazin für Hüte. Brauchst du es noch? Okay, dumme Frage. Ja. Alles kaputt. Soweit das Auge. Tja. Ja. Wir gehen da mal zu Fragezeichen. Ah, da kann man ein Foto machen, Buskohl. Passt. Der sieht irgend... Das ist Goals Position. Ich würde ja tauschen, aber links ist einfach nicht Goals Schokoladenseite. Aber wo ist Goal? Kommt sie nicht mit, Goal? Sie kann sich gar nicht satt sehen. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Ja, wir haben ja nichts dabei, von daher... Ja, eine Bowlingkugel. Kann man Bowling spielen? Bevor wir zu unserem Kumpel gehen. Ja. Ne? Okay. Kann ich... Dafür brauche ich nur meine Finger und mein... So, okay. In die Hand. Was kommt in solchen Situationen eigentlich immer vor? Das erinnert mich an den Tag, als ich Wenzels Gelenkschmerzen chirurgisch behandeln wollte. Ein Stromumkehrer. Was? Verschwinde! Ich habe geschlossen. Moment mal, ich kenne dich. Du bist doch das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Ohne Glatze hätte ich dich kaum erkannt. Du irrst dich. Ich war nie in Porta Fisco. Und eine Glatze hatte ich auch nie. Ja, weil es noch nicht geschehen ist. Bis auf die Glatze. Du solltest dazu stehen. Aber wir werden uns noch mehrmals über den Weg laufen. So weit ist es also gekommen. Jetzt kennt schon jeder dahergelaufene Hans Franz die Zukunft besser als ich. Warum so muffelig? Irgendwer hat mir meine Kristallkugel geklaut. Kann ich nicht mehr hell sehen. Nicht mal ein kleines bisschen? Ich hätte da nämlich ein, zwei Fragen. Dann besorg mir eine neue Kugel. Ich hätte da... Kannst du mir damit die Zukunft voraussagen? Ich sehe... ein Loch. Weil meine Zukunft noch nicht geschrieben ist, nicht wahr? Nein, weil das eine verdammte Bowlingkugel ist. Zum Wahrsagen brauche ich eine richtige Kugel. Eine, in der man sich spiegeln kann. Ja, aber ich habe sie doch poliert. Extra. Wir gehen erstmal weiter. So, wir haben... Wurstbot. Hallo? Saftladen. Ja, klappt ja gut. Wir haben einen Hammer. Das ist der Hammer. Kann ich mit dem den Lukas hauen? Der arme Lukas. So, und jetzt? Dieser Lukas hat vielleicht Nerven, hier einfach so aufzukreuzen. Und hier? Oh. Hier läuft klappt gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Ja, gut. Vermutlich das Drosselglied. Doppelmist. Ja, da ist ja noch oben ein Ding drauf. Ich lähme mir mal das Drosselglied. So, von da kommen wir. Den Hammer hatten wir. Ja, das hatten wir. Wir gehen mal zu den Enten. Wo ist die Angel?
Eine Angel haben wir nicht, aber vielleicht mit der Hand? Dafür kann ich meine eigene Hand benutzen. Oder mein Köpfchen. Dein Köpfchen. Welches Köpfchen? Okay. Oh, Niete. Noch eine Niete. Na, ja, das passt ja zu dir. So, wir gucken mal hier. Bei meinem Orientierungssinn stellt es ja wohl kaum eine Herausforderung dar. Ach du Scheiße. Selbst wenn ich den Eingang finden würde. Okay. Vielleicht mit der Kamera. Bei meinem Orientierungssinn. Nicht. Selbst wenn ich den ein... Gut, ja. Kann ich vielleicht... Hier das Drosselglied? Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Ja, theoretisch. Kann ich... Aber hier fehlt ja auch noch was, oder? Ah, guck. Ein Foto nur von mir? Nicht vor dieser Kulisse. Das würde den Eindruck der falschen Fototapete erwecken. Ja. Wir nehmen es aber erstmal wieder alles mit. Okay. Kann ich Gohl sagen, komm mal, Foto machen? Fehlt dir was? Ja, die Sprache. Ach. Das ist nur der hohe Folsäureanteil in der Luft. Nach einer Weile merkst du das gar nicht mehr. Okay, ich kann aber nicht, Alles kaputt. Ja. Gut, also nicht gut, aber... ich will ja nun mal... Bei meinem Orientierung... Nee, schade. Selbst wenn ich... Und... An dem Wurstbot dran knüppeln. Hier, guck mal. Es scheint ihm Wurst zu sein. Okay, das also auch nicht. Dann gehen wir zu Frau. Da geht's aber auch noch weit. Ah, da würde ich gar mit Gohl hingehen. Sieht so nach. Ach du Scheiße, was ist das denn? Oder wer ist das? Besser gesagt. Oh, das Magazin. Oh, die aktuelle Ausgabe der Herz. Erst kümmere ich mich um das Boot, dann um die Reiselektüre. Okay. Gut, ja. Ein Automat, der Liebe scannt. Nach meiner Erfahrung so gut wie jede andere Methode. Pimpi und Schnixi. Schön. Hey, Burschi. Du hast den Dackel da unten gesehen. Lust auf eine Spritze. Kommt mir sehr bekannt vor. Boat of Love? Zufällig suche ich tatsächlich ein Boot. Ich muss noch vor Sonnenaufgang in Porta Rustica sein. Die Liebe lässt sie nicht hetzen, Freundchen. Die Tour ist nur für verliebte Pärchen. Easy peasy peasy deasy. Ich bin mit meiner Freundin hier. Wow, hätte nicht gedacht, dass du eine Freundin hast, so wie du rumläufst. Hey. Du vielleicht, Darling? Meine Oma heißt Gundula, das schreibt man mit U. Oh ja, ich auch nicht. Aber wenn's so ist, steck einfach ihr Foto in den Love-O-Mar. Okay, ich brauche also Golds Foto. Du willst verliebt sein und hast nicht einmal ein Foto von ihr im Portemonnaie? Was ist ein Portemonnaie? Ohne Foto, keine Tour. Ist es nicht so, Darling? Ich habe mal eine Katze gesehen, die war rot und braun und weiß. Oh Gott. Du sagst es, aber sei nicht traurig. Du findest auch noch deine große Liebe. Als Trost habe ich hier einen Bratwurstchip für dich. Ah, ich krieg eine Wurst. Nehm mal hin. Oh, Gohl. Allein das Boot nur an Verliebte. Tja. Ich weiß, klingt super. Aber sie wollen ein Beweisfoto. Das ist ja wohl das schwammigste Problem, das ich bislang zu bewältigen hatte. Bewältigen? Meinst du nicht, dass... Keine Sorge, ich mach das schon.
Du kennst mich ja noch nicht so gut, aber ich bin ein Profi, was Romantik betrifft. Ja. Aha. Zuerst muss ich die drei Teilaufgaben rausfinden. Es gibt immer drei Teilaufgaben. Bleib einfach hier, ich bin bald zurück. Das... wie du meinst. Na, diese drei Teil... Ich meine, da hinten ist doch... Und wir haben doch alles. Vorne am Eingang gibt es eine Fotowand. Aha. Wenn du kurz mitkommst, können wir ein Foto machen, um zu beweisen, wie verliebt wir sind. Und was, wenn sich herausstellt, dass wir es nicht sind? Ja, ich habe auch kein großes Vertrauen in das Gerät. Aber dafür ist vorgesorgt. Ich arbeite an einem Plan, wie wir die Apparatur überlisten können. Du willst beim Liebestest schummeln? Nicht, dass ich das nötig hätte. Aber du hast schon mal besser ausgesehen. Wie bitte? Keine Panik. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Ich kenne dich kaum. Vielleicht war die ganze Sache ein Fehler. Wie es aussieht, kenne ich dich auch nicht so gut, wie ich dachte. Die Goal, die ich kenne, war immer gut gelaunt und abenteuerlustig. Nicht so eine Piesepampelin wie du. Vielleicht solltest du dann lieber ein Foto mit ihr machen. Was ist denn mit ihr? Sie sieht nicht gerade besonders verliebt aus. Natürlich täuscht das nur. Aber ob die Maschine einen so feinen Unterschied erkennen kann? Ich meine, als sie beim letzten Mal auf Elysium war... Da... auf Deponia, da war sie ja nicht so. Ja gut, da ist sie auch vom Himmel gefallen und naja, da war sie auch die meiste Zeit ohnmächtig, ne? Wurstbot aktiv! Wurst! Kann ich für Sie? Wurst! Ja. Was gibt's denn so? Nichts. Es ist alles alle. Na toll. Na klar. Und was soll ich dann essen? Du denkst, du hast es schwer? Ich habe eine Familie zu ernähren. Ich hätte aber trotzdem gerne eine Wurst. Eine Wurst, bitte. Wurst ist aus. Ich dachte, das hier ist ein Wurststand. Hackt bitte nicht darauf rum. Die Sache ist so schon demütigend genug. Ah, verstehe. Mit dem Kostüm und allem. Kostüm? Kannst du noch einmal nachgucken? Na gut. Okay. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und meine Abenteuer. So, an die Drosselklappe, die Drossellinks komme ich ja nicht mehr ran, ne? Gut, das war's aber für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.